bin Hans-Dieter Hüsch, der fromme Kabarettist vom Niederrhein. Im ersten Moment schon, aber im zweiten Moment fand ich es sehr passend. Ich mag seinen Sprachwitz, seine Verbindung von vergnügt sein und auch sehr melancholisch sein und traurig sein können und seine besondere Art von Frömmigkeit, die einen großen Tiefgang hat und zugleich hochpolitisch ist und eben auch humorvoll. Den Humor und die Frömmigkeit und den Sprachwitz.